Christi zurück bei The Elder Scrolls Oblivion. Spät, aber doch wird sie heute noch erscheinen. Heute ist ja Samstag. Ja, Samstag. Ich bin ein bisschen schon momentan ein bisschen mit der Zeit hinten. Kurz noch einen Blick. Das wird jetzt aber nicht mitnehmen. Ach, boah. Du nicht so dumm. Ein bisschen was können wir noch tragen, also passt das schon. Gut. Ich, bevor ich es vergesse, ich habe wieder mal eine Woche wieder nicht mehr gespielt. Das ist ja so ein Spiel. Das Spiel dann kurz bevor ich es eigentlich auf YouTube stellen sollte. Aber irgendwie vergieße ich dann wieder. Dann habe ich natürlich ein bisschen die Angst und Bange, dass ich es nicht aufkriege. Genau. C war es heilen. Dann nehmen wir den Dings wieder mit. Genau. So, brauchen wir Sense? Für was? Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Kohle dafür. Man weiß es nicht genau. Ich weiß es halt nicht. Ah ja, genau, da haben wir das letzte Mal mit den Goblins aufgerammt. Genau. Mit Kampfmagiern, die halt ein bisschen beängstigend dreinschauen. Naja, was ist. Wir spazieren uns da wieder aus. Und werden gleich mal die Gegend weiter erkunden. Bettzeug. Ja, gut. Schlafen braucht man nicht. Wird dann im Leben eh nur schlafen. Jetzt wieder mal erkundet und erforscht. Ja. Tipps, Tricks. Ab in die Kommentare damit. Und in der nächsten Episode kann ich dann drauf eingehen. Nämlich mittlerweile schon einen Block neben liegen, wo man die wichtigsten Dinge aufschreiben kann. Hey! Hey! Ja, ja, gusch. Ich bin verwirrt. Wo geht's hier raus? Da vielleicht. Da kann ich umschalten. Okay, interessant. Goblin. Die bringt ja nichts. Du brauchst jetzt aber das Messe spülen und alles mitnehmen. Nö, 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 mein Freund. Sicher nicht. Passt. Okay. Gehen wir so. Ah, die haben wir. Warte mal. Ah! Genau, da haben wir alles weggekaut. Wie, sollen wir uns die Handschuhe gehalten, die wir gekriegt haben? Da war mal der erste, der gesagt, ja, wir behalten uns die. Die Handschuhe, mit der sie uns gefangen genommen haben. Gut. Das alte Tür zu das Herzland. Okay. Also, da ist ja nicht mehr Ladezeit, ha? Braucht man das? So. Was ist da? Okay. Das große Problem ist, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Lavendel. Gibt es da irgendwas zu entdecken? Ich würde das jetzt feiern, wenn es da ein bisschen was zum Entdecken gäbe.
da ist wieder so ein komisches. Warte mal. Da ist es ja der Schaden, gell? Na, da ist der Schaden. Oder da? Eiserne Streitaxt. Langes Eisenschwert, das ist alles einhändig. Rostige Eisenstreitaxt, Eisens Claymore. Wir probieren die einmal. Wir müssen mal ausprobieren, was das mehr Schaden macht. Ich heile unseren Kasperl da einmal. An dieser Stelle. Was ist da unten? Ja, Entschuldigung, heute die Performance, aber ich habe irgendein Problem. Ich weiß aber nicht welches. Mein PC, der macht im Hintergrund immer irgendwas und Wegschreien von Ständer. Sucht größeren Ruhm, um für würdig befunden zu werden. Na super, jetzt muss ich mal einen Befund suchen, nur dass ich Ruhm krieg. Super. Arzt habe ich leider keinen, also müssen wir uns ja glaub was einfallen lassen. Natürlich jetzt eine gute Frage, was machen wir jetzt? Tu das einmal weg. Ich werde jetzt einfach einmal in den Notizen nachschauen. Vielleicht haben wir was. Zaubereffektivität, bla bla bla. Frost widerstehen, bla bla bla. Da. Liefert das Amulett ab. Da müssen wir dort hinten. Wisst ihr was? Machen wir das anders. Wir werden jetzt einmal in Richtung Stadt marschieren. König und Konsorten können uns jetzt eigentlich eh nichts mehr anhaben, weil wir sind eigentlich eh so gesehen befreit davon. Und dann schauen wir uns erstmal die Stadt an. Ich kenne die Stadt nicht, es tut mir leid. Ich meine, ich habe es zwar einmal oder zweimal, bin ich zwar durchgelaufen, aber es muss eine Mission geben dort in dieser Königsstadt. So klar ist sie ja nicht. Oh. Was ist denn da passiert? Niemand weiß es, was geschah. Er ging vorbei. Er war mittendrin statt nur dabei. Ihr habt gefunden, Wilverin. Ja. Ja, wenn ich eine Sitzung habe oder eine Sitzung oder ein Meeting auf der Keramik, dann brülle ich auch immer so los, ja. Gut, was ist. Es ist. Zirkel, Greifzange, das brauchst du alles nicht. Oder weißt du, für was das ist? Naja. Wir werden es früher oder später herausfinden. Ich will in die Kaiserstadt. Wie komme ich da rein?
Irgendwas macht mein PC im Hintergrund, ich weiß aber noch nicht was. Ist ja egal. Ich meine, schauen wir mal die Ausgabe jetzt so schnell wie möglich durchbringen. Weil während wir da jetzt da herumlaufen, sollte die andere Elder Scrolls Episode schon online sein. Und der Rest ergibt sich, wenn wir fertig sind. Ich will doch nur in diese Kaiserstadt. Wir haben ja Zeit, oder? Ja, wie gesagt, bei mir muss da jetzt, bei mir, wenn du dir schon die Zeit nicht nehmen willst, dann drücke ich sie dir aufs Auge. Genau. Was ist denn da? Da ist nur ein Eingang, nur ein Zugang. Da ist ein Nierensturz. Siehst du doch frei, dass sie geil, da springt er in die Hechen. Das könnte ich halt auch als die langweiligste Episode ever bezeichnen. Ever nämlich. Nicht auf Lebzeit oder für immer oder seit Anbeginn der Zeitrechnung. Irgendwas liegt heute im Argen. Aber ich kann es dir nicht sagen, was es ist. Warte mal, wir tun das einmal weg. Wir wollen ja als braver Bürger. Wer bist du? Keine Haue? Mein Gott. Dubioser Sam. Braucht ihr etwas? Gerüchte. Esst keine Tollkirschen. Die sind sehr giftig. Der war gut. Sehr unterhaltsames Kerlchen auf alle Fälle. Mei, schau. Rotfuchs. Rotfuchs. Restit. Bitte was? Restita statt Lilia. Aha. Jawohl, Restita statt Lilia. Ich arbeite in den Fuchshandstellen. Habt ihr unsere Pferde herumlaufen sehen? Nein? Gut. Es ist nur so, dass sie ausgerissen sind. Aha, Kaiserstadt. Wir beherbergen Pferde für die Leute in der Stadt. Wir würden auch Pferde verkaufen, aber wir scheinen sie nicht im Auge behalten zu können. Aha, Gerüchte. Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Ja? Beenden. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja. Ich sag schon nichts mehr. Chestnut Handy Stables. In Ordnung. Und ihr? Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. Talos. Okay, schauen wir mal in die Stadt. War das damals schon ein Cliffhanger für Skyrim, ha? Sprecht. Bringt euer Anliegen vor. Gerüchte. Der Kaiser ist tot und seine Thronfolger auch. Wir sind eine Legion ohne Anführer. Den Klingen wurde der Schutz unseres Herrn angetragen und sie versagten. Ja, wenn ich Zeit habe, wir trauern. Oder? Weiter.
Aber ich habe derzeit keine Zeit zum Zeithandel. Gut. Das Tiber Septim Hotel, okay. Geölte Leinenschuhe. Damit man nicht gar so sandlerhaft ausschauen, warte mal. Also nein, wir haben ja die Pelzstiefel. Wurscht. Vielleicht können wir das ja verkaufen. Draninus groschenlos. Ich möchte doch nur genug, um meine Kinders füttern zu können. Gerüchte? Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Bitte. Vielen Dank, mein Herr. Mein lieben Grinzer, was er jetzt aufgesetzt hat, schau mal. Möge Stendar euch segnen. Ja, möge mein Stendar mich weiterbringen. Ja gut, dann wenn die Königlichen nichts mehr haben, dann wissen sie, was suchen müssen. Fischerwattstiefel. Wattstiefel, okay. Pfanne, unflochtene Ledersandalen. Oh. Erst Alter, wir könnten mir eigentlich was richtig, einen richtig feinen Pinkel aus Ärmel machen. Goldstundenglas. Ja, wisst ihr was? Wir haben jetzt zwar eh nichts zu tun, wir gehen einfach mal ein bisschen plündern. Spitzkacke. Dietrich, geil. Eine Münze für einen alten Bettler. Was ist das? Unterhalt, Holztür zu Ulen Atrams Haus. Okay. Ich bin ganz Ohr. Hören wir uns das einmal an. Angeli Blakely, dies ist das Haus meines Vaters. Er ist vor vielen Jahren auf See verschollen. Gerüchte? Zur vergoldeten Karaffe. Schönes Geschäft. Schrecklicher Name. Kaiserstadt? Ich bin hier zufrieden. Ich hoffe, eines Tages den Richtigen zu treffen, solange es kein Seemann ist. Niemals. Aha, naja, gut. Lebt wohl. Ja, danke schön. Das war das Hotel. Was ist los? Brauchen wir alles nicht? Ich muss aber auch und ehrlich gesagt gestehen, dass ich heute ein bisschen in Eile bin mit dem Aufnehmen. Die Arena. Okay. Holztür zu Angelis Haus. Holztür zu Samuel Bantiens Haus. Okay. Oh mein Gott, Nebel. Holztür zu südlicher Wachturm. Ontus Vanins Haus. Bitte, jetzt haben wir es benannt. Reparaturhammer. Leichtes braunes Leinen. Okay. Wir werden aus unserem Charakter einen richtig feinen Pinkel machen. Claudius Arcadias Haus. Okay. Also ich habe mir gedacht, da ist mehr los in der Kaiserstadt, aber vielleicht bin ich am falschen Eck. Kaiserstadtpalast. Wow.
ältesten Ratkammer. Oh. Seid gegrüßt, ich spreche für den Kaiser. Oder bisher tat ich das zumindest. Anweisungen? Was sucht ihr? Wo sind die Gilden? In der Stadt sind keine Gildenhallen, aber die geheime Universität liegt auf einer Insel außerhalb der Mauern, südlich des Arboretums. Okay. Ältestenrat. Die Kammer des Ältestenrates ist während der Notlage für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aha. Gerüchte? Kaiser wurden auch früher schon ermordet. Aber dieses Mal, ich weiß nicht, irgendwie ist es anders. Merkt ihr es nicht? Ein Schatten ist über ganz Tamriel gefallen. Okay. Weiter. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Zumindest in den ersten beiden Stockwerken. Zumindest in den ersten beiden Stockwerken. Weil dann können wir uns da eigentlich erschleichen, oder? Ja, sicher. Also ich hätte mir diesen Ausflug dort in die Kaiserstadt ein bisschen anders vorgestellt. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Zumindest in den ersten beiden Stockwerken. Aber geile Rüstung, können wir nicht schlagen. Können wir ihn jetzt nicht verprügeln, dass er am Bogen liegt? Wir rahmen ihn aus und nehmen uns die Rüstung mit. Geht das nicht? Schade. Ja, sorry, man darf mir mal auf Ideen kommen, oder? Tja, wenn ich nur wüsste, was wir jetzt machen sollen. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Ja, wissen wir schon. Marktbezirk. Ja, aber da habe ich nur das eine Geschäft gesehen. Also na, da. Hab Mitleid, schöne Dame. Ich hab nichts zu essen. Seid gegrüßt. First Edition. Erstausgabe. Keine Ahnung. Wow, das finde ich aber süß und schnuffig. Ich bin Finzias, Inhaber der Erstausgabe. Seht euch nur um, wenn ich es nicht hier habe, kann ich es vielleicht besorgen. Gerüchte. Alle Welt redet natürlich nur noch über den Mord. Hier, nehmt meinen Rappenkurier. Geht nur, behaltet ihn ruhig. Aha. Kaiserstadt. Gerüchte. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Aha. Dies ist der einzige Buchladen der Stadt. Dann gibt es noch Renoids Bücher in Korol, Machnas in Chardinal und südliche Bücher in Leyavin. Okay. Was ist das? Was darf ich euch anbieten? Wow. Das Amulett der Könige? Ich will nur eins. Das Buch der Dedra. Holla die Waldfee. Der letzte König. Das war viel zu günstig. Ja, ist mir schon. Flüchtlinge, die Schweinekinder, Dieb der Tugend, Galerion der Mystische, gemischte Einheitentaktik, Grundlagen der Alchemie, Götter und Kulte. Wir nehmen uns da eins mit. Das ist ein gutes Angebot.
Hängende Gärten, Kaiserstadtratgeber. Her damit. Untersuchungen von St. Alicia. Waffenhandbuch. Das ist ein gutes Angebot. Ja, das glaube ich da eh. Pfeifen. Gut, was brauchen wir noch? Ihr seid ein harter Falscher. Ja, natürlich. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ich brauche das alles so gesehen gar nicht, weil mich das ja so weit gar nicht interessiert. Fertig. Hab Dank, auf Wiedersehen. Ja, gern geschehen, Meister der Mütze. So, dann. Schönen Tag. Ja, ebenso. Es war mir ein schrecklich spontanes, irrelevantes und nichtssagendes Vergnügen. Gut, was ist da? Decopius Coin Pause. Der fruchtbare Münzhandel. Ah, fruchtbar, okay. Was? Fruchtbar? Aber ich habe keinen Geschlechtsverkehr. Ach Gott. Wie kann man nur Geschlechtsverkehr sagen? Toronir. Was kann ich heute für euch tun? Mein süß. Gerüche? Wer nach Arbeit sucht, sollte es bei der Kämpfergilde versuchen. Die suchen immer nach neuen Rekruten. Ja, das war eigentlich was für uns, oder? Keine ich Frage. Habe die besten Preise der Stadt? Warum? Ich bin schlau. Ihr seid schlau. Wir kennen die richtigen Leute. Wir kriegen die besten Geschäfte. Kommen wir zum Geschäft. Aber da könnte man eigentlich was verkaufen, oder? Achso, das ist vor Ehren. Okay. Jetzt überlege ich noch gerade, was könnte man. Krankheit heilen, Ausdauer wiederherstellen. Das ist umfangreich. Nein. Ich will eigentlich nur das verkaufen, was unseren Schaden zufügt. Na, die Bücher kalte man. Das ist mehr als ich. Gusch, du nimmst einfach. Kürzlich benutzte, keine Ahnung, Spitzhacke. Spitzhacke, die können wir sicher für irgendwas brauchen. Die Schaufel kalten wir uns. Damit. Ach so, das kann ich noch verschenken. Ist wurscht. Wir brauchen den Platz, ey. Silbernugget, okay. Silbervase, weg, Spitzhacken. Unreiner Rubin, na bitte, das sein. Unreiner Saphir. Das ist ein echt. Unreiner Topaz. Ihr seid ein harter Falsch. Ja, was hast du gehabt, Alter? Ich will ja was für mein Geld zeigen und kriegen, du Pfeifen. Das habe ich gesagt, nicht. Das kalten wir uns alles noch ein bisschen. Was ist da erinnern? Die Bronze, Herr. Messingring. Weg. Daran habt ihr viel Gold verdient. Na, das waren jetzt genau 3 Stück, du Pfeifen. Also, verarsch mich nicht. Also, jetzt muss ich die Leute übers Knie legen. Ey.
einhändig, zweihändig interessiert mich. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, ja, ich würde gar so ein Schnäppchen geben, du Zaug. Gut. Also, ja. Das ist ja ein Wahnsinn, Alter. Und es kommt wieder und kauft bei mir ein. Ja, natürlich. Du willst vielleicht noch flirten mit mir, lebt oder was? Wohl. Beehrt uns bald wieder. Ja, natürlich. Oh Gott, ist alles. Na? Leider, das sind Ladezeiten, die bist du heute. Wie geht es euch? Schön. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmeer angeführt. Die Altmeer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Bis später. Lebt wohl. Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Altmeer? Ist da nicht der Altmeribund aus Skyrim gemeint? Ich weiß es jetzt nicht. Gut. Habt ihr euch bei Steinmauer nach einem Schild umgesehen? Steinmauer ist der beste Laden am Ort für Schilde. Weiter. Wenn ich etwas über schwere Rüstung wissen müsste, würde ich mich wohl an Varnado bei der besten Verteidigung wenden. Er unterweist euch in der Verwendung von schwerer Rüstung. Müsste, ja, bevor es mir da jetzt zu viel wird, machen wir heute mal eine kleinere Ausgabe. Beim nächsten Mal werden wir eine Stunde machen, damit wir wieder was haben davor. Und werden uns da noch ein bisschen durch. Ich möchte nicht, das haben auch schon andere gesagt. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich glaube, da sind wir, da wird es kurz einmal Ruhe. Bist du deppert? Das nächste Mal machen wir eine Stunde und werden uns da noch ein bisschen durchschmökern, was es gibt. Und wer weiß, was wir Neues finden. Einen wunderschönen guten Tag. Madame, Elissa, ich würde dir ein bisschen mehr Sonne empfehlen. Sie sind sehr weiß. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen. Ich hoffe, ich konnte dich etwas unterhalten. Viel gesehen hast du heute nicht. Und somit, bis zum nächsten Mal und.